Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Update Wirtschaft, Ihrer täglichen Live-Sendung hier vom Frankfurter Börsenparkett. Heute gibt es neue Inflationsdaten für Deutschland. Die Inflation ist gesunken erneut. Wir schauen uns an, was das bedeutet, auch für Anlegerinnen und Anleger. Und wir schauen auf das Thema Stiftungen in Deutschland. Deutschland ist eines der stiftungsreichsten Länder in Europa. Und wir schauen uns mal an, wie wird da das Geld angelegt, das Stiftungsvermögen gehandelt. Und worauf ist da vielleicht auch zu achten? Gleichermaßen noch ein weiteres spannendes Thema in dieser Sendung, nämlich Fake-Wohnungsangebote. Jeder, der von uns schon mal eine Wohnung gesucht hat, weiß, wie mühsam das ist. Und wenn man dann noch auf Betrügereien hereinfällt, kann das am Ende sehr teuer werden. Wir klären auf, worauf man achten muss. Jetzt aber erstmal die aktuellen Inflationsdaten. Wir schauen uns das einmal hier auf der Grafik an. Und zwar liegt sie aktuell bei 3,2% im Vergleich. Das heißt, der Stand seit fast 2,5 Jahren so niedrig wie nicht zuvor. Wir schauen uns einmal den Vergleich an. Es gab den Höchststand von mehr als 8% nach der neuen Berechnungsmethode des Statistischen Bundesamtes. Jetzt also 3,2%. Allerdings muss man auch dazu sagen, die Gehaltserhöhungen, die gleichen die Inflation tatsächlich nicht aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Wir schauen uns das ganze Thema an, was es eben auch für Anlegerinnen und Anleger bedeutet. Und das mache ich mit meinem ersten Gast hier auf dem Parkett. Und das ist Konrad Kleinfeld von State Street Global Advisors. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Frau Böff. Hallo. Ja, wir sehen hier die Inflationsrate, den Verlauf der ganzen Kurve. Ja, wie deuten Sie das? Ja, Sie haben es ganz gut schon angedeutet. Im Endeffekt hat heute Morgen das Deutsche Statistikamt die Inflationsdaten für Deutschland harmonisiert praktisch und auch die entsprechende Headline-Inflation publiziert. Die ist abermals gesunken. Ich glaube, wir sind auf dem niedrigsten Stand jetzt seit Juni 2021 zum 5. Mal in Folge praktisch gesunken. Das heißt A für Investoren insgesamt, ja, die Inflation kommt zurück. B aber auch, die EZB ist noch lange nicht bei ihrem Preisniveau, Stabilitätsziel von beispielsweise 2%. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, was hat hier praktisch unter der Motorhaube die Inflation getrieben. Und so sehen wir auf Monatsveränderungsrate, dass die Inflation um 0,4% sogar gefallen ist. Das heißt auf der Seite, dass gerade eben die Energiepreise, wir merken es an der Tankstelle, im Endeffekt die Inflation nach unten ziehen. Auf der anderen Seite sind aber weiterhin Nahrungsmittel und bestimmte Güter innerhalb der Nahrungsmittel immer noch teuer. Das heißt auch sozusagen der Weihnachtsbraten zum Weihnachtsfest sozusagen wird entsprechend auch teurer sein und werden. Interessant wird eher für die Kapitalmarktteilnehmer, inwiefern wir von einer sogenannten 10-Inflation sprechen. Also praktisch, wenn ich diese volatilen Güter wie Energie und Nahrungsmittel rausnehme, weil die, sag mal, diese Kerninflation ist immer noch im Bereich von 3,8% und die ist immer noch weit zu hoch, wenn man so möchte. Ja, die steht häufig im Fokus. Vielleicht erklären wir noch mal ganz kurz das Thema Kerninflation, also ohne Lebensmittel, ohne Energiepreise, die ja sehr schwankungsanfällig sind. Warum ist es so wichtig, auf diesen Wert zu schauen? Wir haben halt tendenziell immer wieder, dass Sachen wie zum Beispiel der Ölpreis ein globales Phänomen ist. Es mag geopolitische Krisen geben, es mag entsprechend auf der Angebotsseite auch sozusagen Verknappungen geben, die den Ölpreis künstlich, möchte ich fast sagen, oder nachfragebedingt dann eben recht stark steigen und fallen lassen. Und wichtig ist natürlich vor allem für uns Haushalte im Endeffekt, was kostet der Kern von dem, was wir täglich, monatlich, wöchentlich praktisch in unserem Warenkorb eben haben. Jetzt, ja, und das ist eben da häufig ein sinnvoller Punkt, um wirklich zu gucken, wie diese unterliegende Inflation sich im Endeffekt darstellt und manifestiert. Mhm. Thema Inflation heißt auch immer Geldpolitik. Die Notenbanker versuchen natürlich mit einer Geldpolitik das Ganze auch zu steuern. Das heißt, wenn die Inflation hoch ist, werden auch die Zinsen angehoben. Wir haben das jetzt alles mitbekommen, um eben die Wirtschaft zu dämpfen und somit auch die Inflation wieder in den Griff zu bekommen. Bald stehen neue Entscheidungen in diesem Thema an. Die EZB, aber auch die US-amerikanische Notenbank FED werden eine neue Entscheidung treffen. Was erwarten Sie da? Tatsächlich, beide Notenbanken, aber auch noch zusätzlich die englische Notenbank, werden sich in der nächsten Woche zusammensetzen, zu ihren Zinsentscheidungen im Endeffekt kommen. Interessant ist hier die Euphorie an den Märkten der letzten 4 bis 6 Wochen, die eigentlich so ein bisschen die Hoffnung widerspiegelt, dass es keine Zinsschritte mehr geben wird, also sowohl nach oben als auch aktuell eben nach unten. Das heißt, viel interessanter für uns Kapitalmarktteilnehmer wird insofern eben werden, was ist die Kommunikation drumherum. Und da ist halt im Endeffekt die Hoffnung, dass wir eben eine klarere sogenannte Forward Guidance bekommen, also sozusagen eine vorwärtsgerichtete Kommunikation der
der Notenbank, der FED, aber auch der EZB, was im neuen Jahr, also 2024? Und wenn ja, dann eben auch wann an Zinsschritten nach unten passieren könnte? Weil tatsächlich ist es ja so, dass wir sind, wie wir es eingangs gesagt hatten, noch bei weitem nicht bei den 2%. Aber wir haben häufig einen verzögerten Effekt. Also Zinsraten steigen schnell durch die Notenbank gesetzt und erst mit einem gewissen zeitlichen Verzug manifestieren sie sich dann in der Wirtschaft. Und wir merken es dann auch an so Aggregaten wie der Inflationsrate. Sie haben es gerade gesagt, mittelfristig strebt die EZB ein Inflationsziel von 2% an. Da genau. Sind wir noch ein bisschen von entfernt. Wenn wir mal auf das Thema Anleihen schauen, was müssen denn da Investoren aktuell beachten, beziehungsweise wie sind dann da die Aussichten? Grundsätzlich ist der Anleihemarkt insofern, weil eben diese Entscheidung und die Kommunikation nach außen steht, durchaus eher mit Unsicherheit betrachtet. Das sieht man vielleicht ganz gut, wir sozusagen hier sozusagen in der Heimat des deutschen DAXes. Man hat ja häufig diese Aktienvolatilitätsindizes, selbige Indizes, also die Schwankungsbreite für die Rentenmärkte darstellen, sind viel, viel, viel höher, als es auf den Aktienmärkten, die und jenseits des Atlantiks der Fall ist, also bei Währungspaaren. Das heißt, Anlage oder Anlagen im Anleihebereich sollten eher risikoavers stattfinden. Aber ich glaube, der interessante Punkt ist hier, wir haben jetzt so hohe Coupons und die Erwartung, dass die Notenbanken im nächsten Jahr Zinsen senken könnten. Bei dem inversen Zusammenhang, Zinsen sinken, Anleihenpreise steigen, könnte man sogar vielleicht von einer Renaissance für Anleihen im neuen Jahr 2024 sprechen. Okay, das werden wir natürlich abwarten müssen, wie immer. Vielleicht eine allgemeine Empfehlung oder Einschätzung. Wie sollten sich Anlegerinnen und Anleger aktuell positionieren? Ja, gute Frage. Es hängt natürlich immer von der Risikotragfähigkeit und meinem Anlagehorizont ab. Wir von State Street Global Advisors sind aber der Meinung, dass man eben gerade bei den sehr kurzen Laufzeiten durchaus genau hinschauen sollte und die eben praktisch allokieren sollte. Das heißt, US-Staatsanleihen am ganz kurzen Ende, englische Staatsanleihen, europäische Staatsanleihen, gegebenenfalls auch einige ausgewählte selektive Investment-Grade-Corporates, also hochbonitäre Unternehmen. Und wir glauben zusätzlich, sozusagen wie auf dem Freitagmorgen beim Sport, auch an eine sogenannte Langhandelsstrategie, also nicht nur die kurzen Laufzeiten allokieren, sondern auch die langen. Weil wir kriegen natürlich durch die Notenbankpolitik im nächsten Jahr womöglich dann eine Versteilerung der Kurve, wie man so schön sagt. Das heißt, wir haben einerseits einen schönen Ertrag und auf der anderen Seite den sogenannten Rolldown-Effekt auf der Kurve für langlaufende Staatsanleihen. Und insofern fühlen wir uns sehr, sehr wohl bei Staatsanleihen. Und wie immer gilt natürlich auch der Hinweis, Risiken verteilen. Diversifikation ist hier das Stichwort, das ist immer noch ganz wichtig anzusprechen natürlich. Über Schwellenländer wird auch immer wieder diskutiert in diesem Zusammenhang. Wie sinnvoll ist das aktuell? Es kann durchaus sinnvoll sein, gerade langfristig, wie Sie sagen, durch die Diversifikation, die diese Anleihen insgesamt oder diese Märkte mit sich bringen. Wir glauben insgesamt bei uns im Hause, dass häufig das Thema Schwellenländer sehr allgemein auch diskutiert wird. Wir glauben, man muss viel nuancierter, viel spezieller eben reinschauen. Einzelne Länder, einzelne Regionen. Wir fühlen uns aktuell bei Hardwährungs-, also in US-Dollar denominierten Schwellenländeranleihen sehr, sehr, sehr wohl. Jetzt also glauben, das ist ein gutes Umfeld. Der Markt hat dieses Jahr ungefähr 4% knapp gemacht, 3,5 bis 4%. Je nach Index, sind aber eben bei Lokalwährungsanleihen eher vorsichtig, sozusagen in den Schwellenländern, weil wir glauben, die sind zu weit gelaufen. Schon über 7% dieses Jahr war da zu verdienen gewesen. Und das ist in unseren Augen mit dem US-Dollar, der auch weiter stark sein sollte, als entsprechender Gegenwind eher gewisse Vorsicht dort. Mhm. Anleihen mit hoher Bonität, also sprich Kreditwürdigkeit, die genießen aktuell ein paar Vorteile, mitunter zumindest. Warum ist das so? Ich muss mir natürlich vorher gewissern, in welchem Umfeld navigieren wir als Kapitalmarktteilnehmer, aber auch die Notenbanken aktuell. Die Inflation kommt zurück. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, die Wirtschaft wird aber schwächer. Wir haben nicht nur in Deutschland, sondern in Europa die Erwartung, dass wir nicht nur eine technische, sondern eben eine relativ leichte Rezession im nächsten Jahr erleben würden, also einen wirtschaftlichen Abschwung. Das heißt, ich muss auf Unternehmen achten, die entsprechend solvent Bilanzen haben, hochqualitativ aufgestellt sind, gute freie Cashflows haben für ihre Investoren. Und insofern, um Resilienz in mein Portfolio zu bringen, ist eine hohe Bonität von Emittenten oder Staaten sehr, sehr, sehr wichtig. Alles klar. Konrad Kleinfeld, herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Dankeschön, Kuba. Ja, und jetzt mal ein harter Cut in dieser Sendung. Und zwar geht es jetzt um das Thema Wohnungssuche und Fake-Immobilienanzeigen. Wir alle haben wahrscheinlich schon mal eine Wohnung gesucht. Das ist, naja, ich sag's mal so, es gibt Schöneres auf dieser Welt, glaube ich. Gerade in den Ballungszentren ist das wahnsinnig schwer geworden, überhaupt eine Wohnung zu finden. Und am Ende muss sie natürlich monatlich auch bezahlbar sein. Ein Umfeld, auf dem man sich wirklich nur schwierig bewegen kann. Und wenn dann eben auch noch Betrügerinnen und Betrüger am Werk sind, Kriminelle, die damit ein Geschäft machen, dann ist das natürlich alles noch mal weiter schlimm. Insofern schauen wir uns das genau an, worauf man da achten muss, wie man
man das vor allem erkennt. Und das klären wir jetzt mit Peter Lassek von der Verbraucherzentrale Hessen. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja, ich habe schon mal eingangs angemerkt, Kriminelle sind da am Werk. Erklären Sie doch mal ganz kurz, wie machen die das? Wie funktioniert diese Masche? Ja, es gibt die unterschiedlichsten Methoden und Vorgehensweisen. Der Klassiker ist natürlich, es wird ein gefaktes Angebot eingestellt in ein Portal, also auch bei den durchaus bekannten Portalen, die wir so alle kennen, wenn wir auf Immobiliensuche sind. Und anschließend stellt sich raus, das Angebot gibt es gar nicht. Aber die Betrüger gehen natürlich schlau vor und verlangen von mir als Interessenten schon mal eine nicht unerhebliche Vorkasse. Mhm. Das ist so der Klassiker. Ja, und das ist natürlich aber auch besonders schlimm, weil Sie haben es ja gerade schon angesprochen, man kommt ja an diesen Immobilienportalen eigentlich gar nicht mehr vorbei. Also ich selbst hatte erst dieses Jahr wieder eine Wohnung gesucht, also man hat keine Chance eigentlich. Nee, eigentlich landet man immer bei den Portalen und es ist natürlich ja ein Unding, dass Betrüger sich da einnisten. Die Portale haben natürlich ein großes Interesse daran, dass es gerade nicht passiert. Deshalb ist es auch ganz wichtig, wenn ich betroffen bin oder wenn ich den Verdacht habe, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt, dass ich das dort melde auch. Okay, dann gehen wir mal ins Detail, wie das funktioniert. Stichwort Vorkasse, hatten Sie jetzt schon gesagt. Was genau ist da los? Also der Klassiker ist natürlich, es wird ein schönes Angebot angepriesen mit schönen Bildern, tolle Quadratmeterzahl und super günstiger Preis. Dann auch noch mitten in der Stadt im Ballungsraum. Zu schön, um wahr zu sein vielleicht? Genau, zu schön, um wahr zu sein. Also das, was Sie angesprochen haben, die Wohnungsnot ist ja da und gute Angebote sind rar. Und da lässt man sich natürlich leicht verlocken, wenn das Angebot dann besonders günstig ist. Wenn die Wohnung dann 100 Quadratmeter nur noch 900 Euro warm kosten soll. Verdächtig ist natürlich auch, wenn die Nebenkosten zu gering sind und all diese Dinge. Und dann passiert es natürlich, dass vor dem Besichtigungstermin von mir schon mal Geld überwiesen wird. Oder auch ein Klassiker ist, der angebliche Vermieter befindet sich plötzlich kurz vor dem Termin im Ausland. Aus familiären Gründen wird dann vorgespielt und er sagt dann, der Termin kann stattfinden. Ich schicke Ihnen auch den Schlüssel, aber um den Schlüssel zu erhalten, brauche ich eine Sicherheit. Überweisen Sie mir mal schon mal 1-2 Monatsmieten im Voraus. Auch da sollten die Alarmglocken klingeln. Okay, das sind schon mal zwei Fälle, wo das tatsächlich passieren kann. Jetzt ist es aber ja so, dass man gerade bei der Immobiliensuche oder bei der Mietwohnungssuche auch häufig mit sensiblen Daten, ich sag mal, niemals hausieren sollte. Aber man muss ja ab einem gewissen Punkt auch freigeben. Ja? Wo sollte man denn da aufpassen, gerade so im Stichwort Personalausweis vielleicht? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also diese sensiblen Daten, also wenn die von mir allzu früh abgefragt werden, ohne dass ich überhaupt Kenntnis habe, wo ist das jeweilige Objekt, ne? Gibt es das überhaupt? Im ganz frühen Stadium da schon persönliche Daten rauszugeben oder auch die Kopie des Personalausweises wird ganz oft verlangt. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil da warnt auch die Polizei davor, kann es ganz schnell passieren, dass es zum Identitätsdiebstahl kommt und dann eben meine Identität missbraucht wird, um vielleicht Internetkonten irgendwo anzulegen, Rabattverträge auf meinen Namen abzuschließen und dann auch Bestellungen zu tätigen. Also da besonders vorsichtig nochmal sein. Es gibt noch zwei weitere Punkte, die ich ansprechen möchte, weil es ist ja auch immer wieder das Thema Kurzfristvermietungen, also das heißt Ferien, Wohnungsportale, darüber werden ja dann auch teilweise Wohnungen angeboten. Worauf muss ich denn da achten? Das passiert natürlich auch gerade im Ferienwohnungsbereich oder bei Portalen wie Airbnb, diese Privatvermietungen. Da ist oft schwierig, das zu erkennen, wo der Betrug lauert. Genau hingucken, also auch hingucken, mit wem ich es zu tun habe, also mit welchem Anbieter, über welches Portal ich buche. Gibt es ein Impressum, gibt es Kontaktdaten? Vielleicht auch mal online über eine Suchmaschine schauen, ist das Objekt tatsächlich auch da vorhanden am jeweiligen Ort oder ist es irgendwo nur vorgespielt oder werden mir irgendwelche Fotos präsentiert, die vielleicht an anderer Stelle schon mal veröffentlicht sind. Okay. Thema Phishing. Also wo müssen wir darauf noch mal achten? Phishing, Pishing ist auch ein gutes Stichwort. Das passiert in dem Zusammenhang auch ganz oft, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Mails bekommen, eben mit verdächtigem Anhang. Es soll irgendein Anhang geöffnet werden, irgendeine Anwendung. Da droht natürlich, dass man sich Schadsoftware auf den Rechner holt. Das ist das eine Problem. Und zum anderen droht natürlich auch Pishing. Der Name sagt es ja, es sollen persönliche Kennwörter, Passwörter etc. abgefischt werden, um dann eben wieder Missbrauch an anderer Stelle zu betreiben. Also Herr Lassek, machen wir noch mal eine kurze Checkliste. Wenn ich auf Wohnungssuche bin, wie erkenne ich so eine Anzeige beziehungsweise wo sollte ich jetzt wirklich ganz genau drauf achten und aufpassen? Also skeptisch sein, wie gesagt, wenn von mir im frühen Stadium Vorauszahlungen verlangt werden, ohne dass ich überhaupt weiß, gibt es die Wohnung, findet der Besichtigungstermin statt. Vorsichtig sein, wenn der angebliche Vermieter im Hintergrund bleibt und plötzlich verhindert ist und von mir Geld will. Und natürlich immer vorsichtig sein, wenn im ganz frühen Stadium
ohne dass ich weitere Kenntnisse über das Objekt habe, schon ganz persönliche Daten abgefragt werden. Okay, jetzt kennen wir aber die Situation trotzdem auch alle. Wir sind vorsichtig, wir versuchen es vorsichtig, uns da zu bewegen. Aber manchmal läuft das Leben nicht so wie geplant. Was passiert, wenn ich trotzdem reingefallen bin? Wie kann ich mich da vielleicht aus der Nummer rausretten? Ja, ganz schwierig. Wenn ich selbst die Überweisung autorisiert habe und eine Überweisung getätigt habe, muss ich ganz schnell sein. Also wenn dann das Geld noch nicht weg ist, habe ich die Chance, das über meine Bank wiederzubekommen. Ansonsten ist es bei einer Überweisung anders als bei der Lastschrift sehr schwer, das Geld wiederzubekommen. Dann bleibt mir im zweiten Schritt im Grunde nur die Möglichkeit, dem Portal den Betrug zu melden, also wo das passiert ist, und natürlich auch die Polizei zu informieren, dass hier präventiv eben ja vor weiteren Schäden und Betrugsfällen auch gewarnt werden kann. Mhm. Vielleicht die letzte Frage zu dem Thema, wie verbreitet ist denn das Phänomen? Also wie wahrscheinlich, das kann man nicht abschließend wahrscheinlich klären, ne? Aber haben Sie da irgendwie Erkenntnisse und Rückmeldungen? Ja, wie wahrscheinlich ist es, dass man darauf reinfällt? Kann man schwer sagen, in Zahlen ausmachen. Auch bei uns ist es eigentlich kein klassisches Beratungsthema, weil wir kriegen ganz viele Meldungen, schon seit Jahren. Es ist ein Dauerbrenner eigentlich bei uns. Wir kriegen immer wieder Meldungen, dass es passiert ist oder dass jemand kurz vorher noch gemerkt hat, oh, da ist irgendwas faul. Dann wird es uns gemeldet, aber wir können es nicht an Zahlen ausmachen. Es ist ein weit verbreitetes Problem anscheinend, wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Portale ein großes Interesse haben, selbst Verstöße und Betrügereien zu vermeiden und da auch wirklich präventiv ganz gut unterwegs sind. Klar, ist ja deren Geschäftsmodell. Ja, klar. Ja. Peter Lassek, herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Sehr gerne. Vielen Dank. Ja, also wie immer gilt bei solchen Fällen, wenn Angebote im Netz zu gut sind, um wahr zu sein, dann besonders aufpassen, sich genau mal das Impressum anschauen, die Fotos vielleicht mal checken, kann das alles so hinhauen von der Quadratmeteranzahl und dem Preis oder ist das alles zu gut, als dass das in der Realität auf dem heutigen Wohnungsmarkt stattfinden könnte. Ein wichtiges Thema, bei dem wir alle vorsichtig sein sollten. Vorsichtig sein muss man mitunter auch, wie man eben sein Vermögen anlegt. Und das müssen auch Stiftungen in Deutschland. Deutschland ist eines der stiftungsreichsten Länder Europas. Aktuell gibt es mehr als 25.200 Stiftungen in Deutschland und die Zahl wächst. Und wie Stiftungen eben ihr Vermögen anlegen, das ist natürlich auch immer ganz wichtig, weil eine Stiftung hat natürlich einen Zweck, dem sie dient. Eine inhaltliche Vorstellung, meistens auch nachhaltig grundiert. Und das muss natürlich am Ende im Einklang stehen mit den Investments der Stiftung. Wie das funktioniert, worauf Stiftungen darauf achten, das bespreche ich jetzt hier mit meinem nächsten Gast in der Sendung. Und das ist Melanie Köborn-Ebach von der Anna von Gierke Stiftung. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Grüße Sie. Ja, ich habe es gerade gesagt, es ist immer ganz wichtig, den Stiftungszweck im Blick zu haben. Bevor wir da genauer drauf einsteigen, vielleicht erklären Sie uns einmal ganz kurz, die Anna von Gierke Stiftung, was genau machen Sie, was haben Sie sich zum Ziel gesetzt? Ja, also unser Ziel und Zweck der Stiftung ist es, dass wir Kinder und Jugendliche stärken und schützen, vor allen Dingen stärken in Krisenzeiten. Ein Thema ist zum Beispiel, wie haben Sie die Corona-Krise erlebt, wie geht es Ihnen danach? Das Thema mit dem Ukraine-Krieg oder auch der Konflikt in Jerusalem. Das heißt, wir gehen hier vor allen Dingen im Rhein-Main-Gebiet in die Schulen vor Ort und sprechen mit den Kindern darüber und machen mit denen gemeinsam Projekte, dass sie damit selbstbewusst und als gestärkte junge Persönlichkeiten rausgehen und umgehen können. Das heißt, aufgrund unserer DNA liegt es uns natürlich völlig fern, dass unser Geld angelegt wird, dass wir mit Kinderarbeit oder in die Rüstungsindustrie in irgendeiner Form verwickelt sind. Und da sind wir genau schon beim Kern dieses Gesprächs, nämlich wie schwierig ist das denn, den Stiftungszweck, aber dann eben auch die Investitionsentscheidungen in Einklang zu bringen? Also wir haben Folgendes gewählt. Wir haben unser Vermögen, das gemeinnützige Vermögen, haben wir aufgeteilt auf zwei Verwalter. Der eine Verwalter, das ist ein Stiftungsfonds, den er uns angeboten hat und was wir eben auch nutzen. Das heißt, der arbeitet mit einem Best-in-Class-Ansatz. Der hat bestimmte Ausschlüsse wie Pornografie, Kinderarbeit, Rüstungsindustrie. Der hat aber auch seit über 10 Jahren einen Ethikrat, der den Stiftungsfonds quasi auch berät und sagt, macht es Sinn, da rein zu investieren oder macht es keinen Sinn? Und ein ESG-Screening. Mhm. Darüber hinaus haben wir eben den zweiten Verwalter, der ausschließlich in ETFs investiert. Auch diese werden gescreent und es sind ausschließlich nachhaltige
ETFs. Mhm. Das ist unser Weg an der Stelle. Sie haben es gerade schon angesprochen, ESG-Kriterien immer wieder in aller Munde. Da geht es natürlich nicht nur um Nachhaltigkeit, aber auch um soziale Aspekte. Mhm. Wie wichtig sind denn solche Ratings in Sachen ESG für Sie? Also sehr wichtig. Aufgrund oder im Rahmen meiner beruflichen Laufbahn habe ich immer wieder gesehen, dass die Ratingagenturen sich auf Daten stützen von zum Beispiel MSCI ESG Research oder Lipper oder Refinitiv. Und das macht das Ganze eben transparent. Man kann hier durch die komplexen Holdingstrukturen durchschauen und sieht eben dann auch die Lieferkette. Bin ich da in Kinderarbeit vielleicht in irgendeiner Form verwickelt, was nicht auf den ersten Blick so transparent ist? Jetzt gab es mal den Fall, dass die Nobelstiftung, die den Friedensnobelpreis ja verleiht, wurde mal verliehen an eine Anti-Atomkraft- oder Atomwaffenstiftung. Gleichermaßen war die Nobelstiftung auch mal investiert in diesem Bereich. Also wie kann man das denn sicherstellen, auch als Stiftung, dass man eben nicht vielleicht in Bereiche investiert ist, die dann am Ende vielleicht kritisch sind? Ja. Ist ein guter Punkt. Wie kann man das machen? Es kommt natürlich auch auf die Größe der Stiftung an. Wenn ich ein sehr großes Vermögen habe, was ich selbst anlege, dann ist es sicherlich sinnvoll, wenn ich direkt mit externen Agenturen, Ratingagenturen zusammenarbeite und lasse mir regelmäßig, vielleicht quartalsweise, ein solches Rating ausstellen. Wenn man eine kleinere Stiftung ist, dann macht es ja sicherlich Sinn, auf indirekte Lösungen wie Stiftungsfonds zurückzugreifen. Und da ist einfach wichtig für die Stiftungsvorstände, oder auch für normale Investoren, es muss jetzt nicht nur für die Stiftung sein, dass man hinterfragt, wie berücksichtigen Sie das Thema ESG? Haben Sie einen Ethikrat? Welche Ausschlüsse haben Sie? Arbeiten Sie mit einem ESG-Rating? Arbeiten Sie mit dem Best-in-Class-Ansatz? Einfach abklopfen und schauen, was der Fondsanbieter mir an der Stelle anbieten kann. Darüber hinaus gilt auch für jeden Investor, unabhängig, wie viel Vermögen dahinter steht, gibt es Ratingagenturen, die das kostenlos im Internet anbieten, bis zu 3000 Unternehmen raten. Mhm. Und da kann ich quasi auf Knopfdruck schauen und sehen, okay, wie ist denn Volkswagen jetzt geratet? Mhm. Also das heißt, da kriegt man einen guten Überblick. Ja. Vielleicht schauen wir uns nochmal das an. Unternehmen transformieren sich ja. Das sind aber mitunter Prozesse, die dauern einfach. Das heißt, wie geht man denn mit Unternehmen auch um, die vielleicht jetzt nach ethischen Gesichtspunkten oder sozialen Gesichtspunkten nicht ganz so zum Zweck der Stiftung aktuell vielleicht passen, wo es aber eine positive Veränderung gibt? Guter Punkt. Also ich habe hier auch viel mit Kirchen gesprochen und weiß, dass die zum Beispiel einen Zusammenschluss haben in Deutschland und in UK und einen Ethikrat gebildet haben. Das heißt, dahinter steckt schon eine ziemliche Kapitalmacht. Und wenn die jetzt in Ölkonzerne wie als Beispiel Royal Dutch Shell oder Total investieren, ist es natürlich erstmal keine gute, nachhaltige Sache, weil es ist ja ein Ölkonzern. Aber die gehen eben hin zu den Unternehmen und sagen, wir haben so viel Geld bei euch investiert, wie möchtet ihr euch nachhaltig entwickeln? Und gerade bei den zwei genannten Unternehmen ist es so, dass sie seit vielen Jahren das Ziel haben, dass sie Leader im Bereich grünen Wasserstoff und Windkraft werden. Und da muss ich dem Unternehmen ja auch die Chance geben im Grunde. Weil wenn jeder Investor jetzt sein Geld abziehen würde, dann hat das Unternehmen keine Chance zur Entwicklung. Und an der Stelle ist es so, dass diese großen Investoren oder Institutionen eben nicht nur einmal hingehen und lassen sich den Plan oder die Ziele zeigen, sondern dann auch ein regelmäßiges Reporting fordern. Mhm. Wenn das nicht in Einklang wäre, dann würden sie den Schritt gehen und sagen, wir ziehen unsere Gelder ab. Mhm. Okay, Melanie Köborn-Ebach, herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Danke Ihnen. Ja, ein spannendes Thema, wie Stiftungen mit ihrem Vermögen umgehen. Und jetzt sind wir fast am Ende der Sendung angekommen. Wir schauen uns noch mal die Aktienmärkte aus dem Ausland an. Und da schauen wir einmal in die USA. Da gab es ordentliche Kurszuwächse bei der Google-Mutter Alphabet und anderen Tech-Konzernen. Die haben die Wall Street ordentlich angetrieben. Der Dow Jones im Plus bei 0,2%. Da sieht man einfach ganz klar, die Hoffnungsträger der künstlichen Intelligenz, die treiben hier die Börsen an. Und wir schauen einmal nach Asien rüber. Da stand die Börse in Japan ordentlich unter Druck. Und anhaltende Spekulationen sind da über eine Zinswende natürlich auch da. Das alles treibt die Börsen auch um. Und damit schauen wir mit diesem Rahmen auf den DAX hierzulande. Leicht im Plus, kurz nach Handelsstart bei 16.659 Punkte. Da
ist das natürlich nach den Rekorden der vergangenen Tage, geht jetzt der Blick auf das Ende des Jahres. Wie weit geht das noch beim DAX nach oben? Bleibt es erstmal so? Anlegerinnen und Anleger haben das natürlich hier weiter im Blick. Und das war eine spannende Woche von Update Wirtschaft hier auf Tagesschau 24. Wir halten Sie weiter über alles Wichtige aus der Welt der Wirtschaft auf dem Laufenden, auf tagesschau.de, auf unseren Social-Media-Kanälen, auf den Radiowellen der ARD und ab nächster Woche natürlich hier wieder mit einer neuen Folge Update Wirtschaft am Montag. Und damit wünsche ich Ihnen ein ruhiges Wochenende. Ich hoffe, streikbedingt kommen Sie trotzdem gut durch. Und damit sage ich Tschüss und bis bald.